Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Yeshua Mashiach, die Wahrheit aus der Bibel. Unser Herr Yeshua sagt, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. So, wir machen weiter also mit unserem Thema, die Ekklesia der Menschen gegen die Ekklesia von Yeshua Mashiach. So, bevor ich also reingehe, bevor ich also das, in die Thematik reingehe, möchte ich also kurz beten. Yeshua Mashiach, danke für diesen Moment. Ich bete, Herr, dass du mich führst und uns, Yeshua, also die Augen des Geistes also aufmacht, unser Herzen auch aufmacht, also damit wir deine Wahrheit erfahren können und annehmen können, Herr. Danke für alles, was du tust. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Halleluja. So, wir machen weiter also mit dem Thema die Ekklesia der Menschen gegen die Ekklesia von Yeshua Mashiach. Dann gehen wir direkt also direkt rein in unser Vers, Matthäus Kapitel 16. In Matthäus Kapitel 16, Vers 13, ihr kennt schon also die Geschichte, habe ich das schon letztes Mal gelesen. Das ist das Bekenntnis des Petrus. Und heute möchte ich gerne also einen anderen Aspekt der Gemeinde, der Menschen zeigen. Wir haben gesehen, also, dass die Gemeinde von die Ekklesia von Yeshua Mashiach wird von Yeshua gebaut. Das ist seine Gemeinde, nicht die Gemeinde von Menschen. Und die Gemeinde von Yeshua Mashiach baut diese Gemeinde mit lebendigen Steinen. Das haben wir letztes Mal gesehen. Und noch etwas, also diese Gemeinde wurde herausgerufen. Halleluja. Herausgerufen, also von Systemen dieser Welt, von falscher Lehre, von der Sünde, von Böse, einfach herausgerufen, um den Herrn Yeshua Mashiach zu folgen, zu dienen. Halleluja. Das heißt, in der Gemeinde von Yeshua Mashiach ist Jesus Christus, Yeshua, der Herr, der Meister, der Chef, der Boss. Halleluja. Und das hatten wir letztes Mal gesehen. Heute möchte ich also einen anderen Aspekt zeigen von dieser Gemeinde. Wir werden uns also vom Herrn Yeshua Mashiach leiten lassen. Amen. So, ich lese ab Vers 13, da kam, nehmen wir die Elberfelder Version. Ist mir lieber. So, Elberfelder. Dann gehen wir in Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte, ja, ich kann das ein bisschen vergrößern. So. Fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, also der Maschia, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Halleluja. Vers 18, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen.
Hier steht ganz klar, Josua sagt, er will seine Gemeinde bauen. Diese Gemeinde, also hier steht also Versammlung. Das ist die Versammlung, ist auch die Ekklesia. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Halleluja. Bleiben wir im Vers, nur im Vers 18. Josua sagt hier, dieser Aspekt möchte ich gern heute zeigen. Er sagt, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Wir müssen also jetzt müssen wir uns also die Frage stellen, also was ist überhaupt Hades? Was bedeutet das also Hades? Und hier steht ganz klar, also das Hades heißt auch das Totenreich. Hey. Also die Gemeinde von Josua Mashiach, er sagt seine Gemeinde, das Totenreich, also die Pforten des Totenreichen, werden sie nicht überwältigen. Machen wir mal etwas. Also hier, das ist Elberfelder. Vielleicht können wir noch zusätzliche Bibel nehmen. Luther, Hoffnung für alle. Vielleicht noch Schlachter. Nehmen wir 4 Bibel. Und lesen wir mal also zusammen, was da der Unterschied ist. Also ab Vers 18. Halleluja. Oh, das ist gut. Das Wort Josua Mashiach ist wunderbar. Ich sagte letztes Mal, es gibt so viel zu sagen. Eine Menge zu sagen. Also hier sind wir in der Elberfelder. Das haben wir gerade gelesen. Da steht im Vers 18, Pforten, also Hades, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. In der Lutherbibel steht hier, und die Pforten der Hölle. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Amen. Dann Hoffnung für alle. Also Hoffnung für alle, das ist eine Übersetzung, wo alles also ganz wird noch runtergebrochen. Also hier steht, und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Also das Hades ist Toten, also Hades hier ist Totenreich und Hades hier ist also Hölle und hier ist also der Macht, also Macht des Todes. Halleluja. Und in Schlachter steht hier und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Also, das heißt also, dieser Begriff, also Hades, ist tot, also bedeutet Totenreich, Macht des Todes, kann man auch, das also mit Totenreich, Hades, Hölle. Halleluja. Also, wir können noch weitergehen, vielleicht noch die Definition genau von Hades, also zusammen mal schauen. Wo können wir das sagen? Ja, in Wikipedia. Gehen wir mal in Wikipedia. Wikipedia. Hades. Hades steht hier, griechische Gottheit. Gehen wir mal rein und lesen wir mal, also, was da steht. Ich kann das also vergrößern, wenn das also zu klein ist. So, Hades. Hier steht Hades, altgriechisch, Aion, poetisch, lange Namensform, okay, bezeichnet in der griechischen Mythologie den Herrscher über die Unterwelt. Dieser wird in forschlichen Texten oft als Reich des Hades bezeichnet, was dazu führte, dass seit der Spätantike, okay, da muss man also noch hier gehen und lesen, was genau diese Spätantike ist, aber ich lese weiter, auch die Unterwelt Hades genannt wurde, genau, die Unterwelt Hades genannt wurde. In nicht-christlichen, kultischen Zusammenhängen bezeichnet das Wort aber stets die Gottheit, nicht die Unterwelt. Genau, als König über die Toten und die unterirdischen Gefilde wurde früh sowohl mit Plutos, das sind also für die Römer,
Plutos, dem Gott der unterirdischen Reichtümer, als auch mit dem Unterweltgott Pluton identifiziert. So, wir wissen jetzt, also das Hades bedeutet der Unterwelt. Hades ist der Gott der Unterwelt. Also gehen wir mal zurück in die Bibel. Also Hölle, Unterwelt und hier auch noch der, also Macht des Todes und Totenreich. Das bedeutet, dass die Gemeinde von Joshua Mashiach, nicht vergessen, also hier spricht man also von Pforten der Hölle, der Hölle, wie Toren der Hölle, wie Türen der Hölle. Und für die Türe der Hölle, also Türen sind, kann man also öffnen und zumachen. Das heißt also, Türen bedeutet, da kann man also reingehen und rausgehen. Aber Joshua Mashiach sagt, selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Das heißt, das Totenreich wird die Gemeinde Joshua Mashiach nicht besiegen können. Halleluja. Nicht überwältigen. Dann, wenn man das also gegenüber die Gemeinde der Menschen, dort in der Gemeinde der Menschen herrscht also die Macht des Todes. Dort herrscht der Tod. Man mag lebendig sein, aber dort ist der Tod. Der Tod herrscht dort. Also, aber die Bibel sagt ganz klar, dass die Sünde den Tod bringt. Also wenn man also in der Sünde lebt, das ist in der Tod leben. Lieber Geschwister, die Gemeinde von Joshua Mashiach, er sagt ganz klar, dass seine Gemeinde die Pforten des Todes, die Pforten des Totenreichen wird sie nicht überwältigen. Das bedeutet, dort, also in der Unterwelt, herrscht der Teufel, herrscht der Feind, herrscht der, also das Böse, die Hexerei und. Und diese ganze Macht des Böses, Macht des Todes, die Hölle, Hades, Totenreich, der Tod, herrscht in dieser Gemeinde, in Gemeinde der Menschen. Aber die Gemeinde von Joshua Mashiach ist Sieger. Joshua sagt selber, er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er ist lebendig. Oh, Halleluja. Lass mich mal also einen Vers in der Bibel, ich glaube, das ist also in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel, ich glaube also Kapitel 3. Ich nehme mal also die Elberfelder. Ich sehe gerne Elberfelder. So. Das ist die Gemeinde des Sardes. Lies mal also, was unser Herr hier sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Also das heißt, da nehme ich mal also Hoffnung für alle, wo alles so unterbrochen wird. Vielleicht klingt das also anders hier. Also in Hoffnung für alle, ganz am Anfang, da steht, du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Diese Gemeinde galt also als lebendig, aber in Wirklichkeit war sie tot. Lieber Geschwister, wir müssen aufpassen. Da gibt es viele, die geben an, also lebendig zu sein. Aber Joshua ist nicht da. Da, wo Joshua herrscht, herrscht Leben. Er bringt immer Leben. Halleluja. Aber hier, die sahen aus, also wie lebendig, aber in Wirklichkeit waren sie tot.
Der Tod herrscht in dieser Gemeinde. Es gibt Ekklesia der Menschen. Also das ist so offensichtlich. Guck mal, also die Gebäude. Wenn man also daheim geht, nur Tod. Draußen sind sogar Friedhöfe. Und nur der Tod herrscht in solche Gemeinde. In solche Ekklesia. Diese ganze Denomination, Namen, die ich letztes Mal gegeben hatte. Oh, ich bin Baptist, ich bin Katholik, ich bin so. Da, wo die Sünde herrscht, da diese verschiedenen Namen, die uns also so spalten. Die Gemeinde Jehoshua Mashiach, diese Gemeinde hat den Tod besiegt. Er sagt ganz klar, also die Macht des Todes wird sie nicht überwältigen. Halleluja. Was herrscht überhaupt also in der Gemeinde der Menschen, wo Jehoshua nicht herrscht, wo Jehoshua nicht der Meister ist? Der Tod, der Teufel, der Feind, falsche Lehre, die Liste ist so lang. Die gelten also als lebendig. Hier steht, also in Elberfelder steht, denn du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Oh, Wahnsinn. Ah, Jehoshua Mashiach. Die Gemeinde, wo, also die Ekklesia, wo die Menschen herrschen. Der Mensch, also die Leute gehen, statt mit dem Herrn zu reden, müssen sie also bei irgendwelchen Leuten dort also beichten. Ja, ich habe, Herr Pfarrer, ich habe gesündigt, ich habe so und so und so gemacht. In diese Gemeinde, Jehoshua Mashiach, ist nicht mehr der Weg. Die Menschen sind die Wege. Die stehen dazwischen unser Herr und die stehen also zwischen dem Herrn und uns. So ist es. Man muss also mit solchen Leuten erstmal reden, bevor man also zu Jehoshua geht. Das sind die Gemeinde, die Ekklesia der Menschen. Dort herrscht der Tod. Der Tod. Wieso gibt es also so viele Friedhöfe in der Nähe von der katholischen Kirche? Stellt euch mal also diese Frage. Wieso gibt es also so viele Toten in diese Kirchengebäude? Warum? Oh, mein Herr. Oh, Jehoshua. Hilfe. Jehoshua, hilfe uns. Bitte. Wenn ich Deutschland sehe, also vor allem bei uns hier in Bayern, wie die Leute so fest, also sie sind so feste Katholiken und wollen die Gemeinde der Menschen. Und was ist also mit unserer Gemeinde, also die, also Pfingstgemeinde und die gelten also als lebendig. Wir sind da, bei uns ist das so lebendig und. Aber guck mal, die Lehren. Guck mal. Falsche Lehre links und rechts. Ach, Jehoshua Mashiach. Du bist da drin und wächst überhaupt nicht. Was muss man überhaupt tun? Erstmal zu Jehoshua Mashiach, unser Herr. Die Ekklesia von Jehoshua Mashiach sitzt nicht auf dieser Erde. Wir haben doch zusammen gelesen, oder? Wir haben zusammen gelesen, also hier, da steht also der Unterwelt. Unterwelt, das ist also in die Erde. Das heißt, der Gott dieser Unterwelt, der Teufel, alles was er tut, ist, dass die Menschen sich also für die Erde konzentrieren. Alles, was auf dieser Erde ist, also das ist, was sie suchen müssen. Aber die Kinder, also die Ekklesia von Jehoshua Mashiach, sucht erstmal nach droben, sucht die Sachen von oben. Oh, Jehoshua,
Lesen wir das mal in Kolosser. Kolosser Kapitel 3. Ach, Joshua Mashiach. Die Gemeinde von Joshua. Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Also, ich lese hier in Elberfelder. Wenn ihr nun mit dem Christus, also Mashiach, auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Halleluja. Wir müssen also die Sachen von droben suchen. Aber da, wo also dieser Hades, der Totenreich, herrscht, dort sucht man nur die Dinge, die unter sind. Er tut alles, die Menschen, also diese Gemeinde, damit die Gemeinde muss, sucht die Sachen, die auf dieser Erde sind. Autos, ja, Reichtum und was und. Man ist nur auf Sachen, die auf dieser Erde sind, konzentriert. Aber Joshua Mashiach, die Ekklesia von Joshua Mashiach, sucht die Sachen von droben, weil diese Gemeinde von Joshua Mashiach sitzt oben. Das ist in Epheser Kapitel 2. Ja, Epheser Kapitel 2, das können wir lesen. Halleluja. In Epheser Kapitel 2, also lesen wir, ich glaube also Vers 6, wir können da lesen. Ah, oh, Halleluja. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also wir sitzen schon im Himmel, also mit Joshua Mashiach. Weil Himmel ist unsere, also himmlische Welt, das ist unsere Heimat. Wir müssen erstmal also das Reich des Herrn suchen. Das ist die Gemeinde, die Ekklesia Joshua Mashiach. Aber da wo, also die Ekklesia der Menschen, dort herrscht der Hades. Der Hades kann also einfach rein und tun, was er will. Aber unser Herr Joshua Mashiach hat die Macht des Todes. Die Macht des Todes besiegt. Halleluja. Deswegen sagt er also, dass seine Ekklesia die Macht des Todes, also deine Ekklesia hat die Macht des Todes überwältigt. Halleluja. Oh, mein Bruder, meine Schwester, komm zu Joshua Mashiach. Joshua ist der Retter. Joshua, mit ihm gehst du von der Unterwelt direkt ins Himmelswelt, himmlische Welt, also mit ihm. Halleluja. Weil er sagt also in sein Wort, dass er die Schlüssel des, oh, lesen wir. Ich habe da gesagt, also in dieser Sendung, die Stunde der Wahrheit, geht es um die Wahrheit aus der Bibel. Halleluja. In der Offenbarung Kapitel 1, suchen wir mal Vers 17 oder, ja genau. Und als ich ihn sah, also das ist Johannes, der sagt, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und dann sagt in Vers 18, und der Lebendige, Halleluja, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Hey, ja, 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 ja. Oh, Joshua Mashiach, du bist so wunderbar. Er ist lebendig. Ah, liebe Geschwister, ihr könnt das nicht also verstehen. Wenn ich diese Vers lese, ich erinnere mich also noch, als Joshua Mashiach zu mir kam. Ach, ah. Er hatte sich so vorgestellt. Er kam zu mir und sagte, also das war in einem Traum, er kam zu mir und sagte, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. So hat er sich vorgestellt. Ha, ja, 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 ja.
Ah, Joshua Maschia. Mit ihm, also mit Joshua ist man also lebendig. Und das ist, man tut nicht nur so. Nein, 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 nein. Es ist keine Schauspielerei. Es ist die Wahrheit. Man ist lebendig. Halleluja. Ich bin lebendig. Und er sagt also, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Halleluja. Das heißt, er ist Sieger über Hades. Er ist Sieger über den Tod. Er ist Sieger über das Böse, über den Teufel und alle. Er ist Sieger über allen. Jehoshua Mashiach, unser Herr. Lieber Geschwister, wenn Jehoshua sagt, Jehoshua sagt also in Matthäus Kapitel 16, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Die Macht des Todes wird sie nicht besiegen. Die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Die Griechen, in der Mythologie, also die Griechen hatten Angst. Angst, so Angst vor diese Pforten des Totenreiches. Weil es ist so, also die wussten, wenn jemand stirbt, er kann nicht zurückkommen. Die waren so, die hatten so Angst. Könnt ihr euch noch also an die Geschichte erinnern, also wo Paulus, also als Paulus, also in Apostelgeschichte, er kam in eine Stadt. Ich glaube, das ist Athen, vielleicht können wir mal suchen. Aber er kam in eine Stadt und hatte dort also gepredigt. Und plötzlich sagte er etwas und die Leute sagen, nein, 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 nein. Komm, komm. So irgendwie das also zusammen. So irgendwie das. Ah, ich wollte schon also aufhören. Ich wollte schon stoppen. Halleluja, Halleluja. In Apostelgeschichte, Apostelgeschichte, Apostelgeschichte. So, Apostelgeschichte, wo? Apostelgeschichte, ist das 16, Kapitel 16 oder 17, ne? Ich glaube 17, Verkündigung des und Verfolgung von Thessalonich, Paulus in Thessalonich, ne? In Beroea. Ah, genau, Paulus in Athen. Halleluja. Paulus in Athen, genau. Dort hat er gepredigt, er hatte lange gepredigt und dann sagt er also irgendwo in Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er in einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, der er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Joshua ist also in den Tod gegangen. Er sagte, ich bin tot und ich bin lebendig. Also er ist also von dem Totenreich zurückgekommen. Vorher gab es nicht, also die könnte sich ja sowas nicht vorstellen, dass jemand also von dem Totenreich also zurückkommt. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmal hören. Das heißt, es war für sie unvorstellbar, also dass jemand also von dem Totenreich also zurückkommt. Der Gott des Todes, also der Gott also in der Unterwelt. Er hatte jedes Mal, wenn jemand also dort war, dann musste diese Person im Gefängnis also dort bleiben. Das war sowas wie ein Gefängnis. Aber Joshua Mashiach ist in den Tod gegangen und er kam zurück. Halleluja. Er kam also mit den Schlüsseln. Er sagt, also ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Halleluja. Halleluja. Er hat die Macht, also da rein und da raus zu kommen. Und dieser Sieg, also über der Macht des Todes, hat er das also an seine Gemeinde gegeben. Deswegen, lieber Geschwister, mein Bruder, meine Schwester, egal wo du bist, komm zu Joshua Mashiach. Komm zu Joshua Mashiach. Und
mit Joshua, in der Gemeinde von Joshua Maschia, bist du Sieger über den Tod. Er sagt sogar in sein Wort, sogar wenn man stirbt, man wird trotzdem noch leben. In ihm wird man leben. Halleluja. Joshua Maschia ist das Leben. Überall wohin er geht, also bringt er Leben. Das ist die Gemeinde von Joshua Maschia. Aber da wo der Tod, wo Hades herrscht, diese Totenreich, die Leute wollen nur auf dieser Erde bleiben. Die wollen alles, was also auf dieser Erde ist. Riesige Gebäude, riesige Kirchengebäude, die kümmern sich also nur um ihre Gebäude. Alles muss also so schön sein da drin. Ich sage nicht, dass es falsch ist, also dass der Ort, wo man sich also trifft, also sauber ist. Nein. Aber man, die investieren sich also mehr für diese Ziegelsteine, für diese Gebäude, statt die Menschen. Sie sind nicht bereit, also für die Menschen was zu tun. Es gibt also Witwe, es gibt also Waisenkinder, es gibt Leute, Armen, also die Leute auf der Straße und. Obdachlosen, sowas. Nein. Hauptsache, die wollen also reich werden. Noch reicher. Oh, durch die Zente, durch die ganze Spende. Die nehmen das, die leben dafür. Und. Studieren lang, werden also Theologieprofessoren und so weiter. Aber die Herzen sind nicht verändert. Keine Beziehung mit Joshua Maschia. Die leben weiter in der Sünde. Habt ihr überhaupt gesehen? Also, habt ihr auch gesehen, also diese Lobpreislieder, also die Leute, die da singen in der Gemeinde? Habt ihr gesehen, wie sie verehrt werden? Stars, die sind also richtige Stars für sie. Man schreibt sogar Autogramme also für sie, die kommen also VIP, sowas. Joshua Maschia, was ist das für eine Gemeinde? In dieser Gemeinde, diese Ekklesia, herrscht der Tod. Solange du da drin bleibst, bleibst du in der Tod. Deswegen sagt Joshua Maschia, raus aus sowas, raus, komm zu Joshua Maschia, zurück zu Joshua Maschia. Wenn du in den Tod gerade bist, weißt, Joshua Maschia hat die Macht. Er hat die Macht über des Todes. Er wird dich also zurückholen. Komm zu Joshua Maschia. Raus aus dieser Gemeinde der Menschen. Raus aus dieser Ekklesia der Menschen. Geh zu Joshua Maschia. Lauf schnell. Es geht um dein Leben. Es geht um dein Leben. Hör auf also mit dieser Schauspielerei. Wir haben also die Gemeinde von Sardes gesehen. Diese Gemeinde gilt als lebendig, aber in der Wirklichkeit ist es tot. Der Tod ist da. Merkst du nicht, also, dass der Tod also in dein Leben reingekommen ist? Durch die Sünde? Merkst du das nicht? Tut einfach Buße. Komm zurück zu Joshua Maschia. Die Gemeinde von Joshua Maschia ist auf Joshua gebaut. Joshua der Fels. Man schaut nur auf Joshua. Nur nicht also auf die Menschen. Komm zu Joshua Maschia. Halleluja. Halleluja. Er hat den Tod besiegt. Wenn du spürst, also du spürst in dir, also dass du brauchst Joshua Maschia. Dass der Tod dich schon also umgewickelt hat und sowas. Steh auf. Steh auf und schrei zu Joshua Maschia. Joshua, mach mich noch lebendiger. Ich will lebendig sein. Ich will für dich leben. Ich will für dich leben. Schrei zu Joshua Maschia. Er ist unser Herr. Er ist unser Herr. Oh, Rakayabasaka. Joshua. Joshua allein, vergiss diese Namen, vergiss diese Denomination, vergiss alle diese Menschen, schaut nicht nach links oder nach rechts, schau zu Joshua Maschia, die Zeit ist gekommen, dass du aufstehst, die Zeit ist gekommen, dass du lebendig wirst, lebendig, das Leben muss reinkommen, hast du nicht bemerkt die letzten Zeiten, du bist in der Sünde gefallen, die Sünde ist so einfach in dein Leben.
Du kannst nicht mehr die Leute von Yeshua Mashiach bezeugen. Der Tod ist da, der Tod ist da, mein Bruder, meine Schwester. Schaut nach droben, schaut nach droben, verlangt die Dinge von droben. Und dann wirst du hier, dann wirst du sehen, Yeshua Mashiach wird dich also mit seinem Leben fühlen, 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 fühlen. Halleluja, Halleluja. Wir müssen Buße tun, zu Yeshua Mashiach zurückkommen. Lieber Geschwister, lieber Geschwister, oh Yeshua Mashiach, ich danke dir. Danke, Yeshua Mashiach, dass du für uns gestorben bist und du bist in den Tod gegangen, als Sieger zurückgekommen, Yeshua Mashiach. Du hast den Tod besiegt. Oh, Yeshua. Und diesen Sieg hast du an deine Ekklesia gegeben, Herr. Yeshua Mashiach. Ich bete für alle. Ich bete für alle, die diese Audio, diese Video hören werden, dass wir alle aufstehen und laufen zurück zu Yeshua Mashiach, zurück zu Yeshua, zurück zu Yeshua Mashiach, oh, zurück zu Yeshua Mashiach, unser Herr, Yeshua, Halleluja, danke mein Herr, danke für deine Liebe, danke Herr, du bist so wunderbar, Herr. Du bist so wunderbar, egal was wir getan haben, egal welche Sünde, egal wie blind wir waren, Herr, egal, aber du streckst immer deine Hand zu uns, Yeshua Mashiach. Du willst nicht, also, dass wir in der Tod bleiben und dass wir in der ewigen Tod bleiben gehen, Herr. Yeshua Mashiach, du willst uns also Leben, Leben geben. Danke. Danke für deine Barmäßigkeit, Yeshua. Danke für deine Liebe, Yeshua. Oh, Halleluja, Halleluja. Er ist so wunderbar. Ich erinnere mich noch, als er zu mir kam und sagte, ich war tot. Und jetzt bin ich lebendig. Ha, ja, 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 ja. So hat er sich also vorgestellt. Er hat den Tod besiegt. Und er lebt jetzt, er lebt, er lebt. Halleluja. Danke, danke, Yeshua. Danke, Herr. Im Namen Yeshua Mashiach. Amen.